Mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und heute stelle ich es mal vorne an. Denn wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, was kostenlose Spiele angeht, dann abonniert diesen Channel, denn ich mache das hier zur Regel. Denn so wie es scheint, gibt es auch heute wieder ein kostenloses Spiel und ich möchte mich bedanken bei meinem Abonnenten Yami Sark, der mich darauf hingewiesen hat. Also vielen Dank an dich. Und jetzt kommen wir auch direkt zum Spiel, denn Between Two Castles gibt es gerade kostenlos bei Steam. Ja, hier steht es, 100%. Geht aber auch nicht ewig, geht nur bis zum 30. März. Ihr müsst also ein bisschen Gas geben. Wie immer schauen wir einmal gemeinsam in den Trailer. Also so Gott will, da muss ich einmal hier klicken und einmal da klicken und dann geht's ab. So. Bei Between Two Castles handelt es sich um eine Brettspieladaption oder um ein Kartenspiel, wenn man so will. Ich finde es sehr schön gemacht. Ich habe schon mal einmal in den Trailer reingeguckt. Es sieht wirklich sieht gut aus. Also man kann sich jetzt nicht beschweren. Sehr liebevoll gemacht. Man muss natürlich ein bisschen auf dieses Spielprinzip stehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass insbesondere, wie man hier sehen kann, weil man es online spielen kann, ist es vielleicht wirklich was in diesen Zeiten, wo man keinen persönlichen Kontakt hat, um mit seiner Familie oder mit Freunden remote über das Internet zu zocken. Auf jeden Fall sieht es wirklich gut aus und man muss sagen, es ist für Umme. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Argument, um sich diese Sache hier genauer anzusehen. Also fassen wir nochmal zusammen. Between Two Castles, kostenlos auf Steam, ab heute bis 30. März. Ich würde mich freuen über Abos, Kommentare und Likes, wenn ihr das Spiel kennt, vielleicht auch das Original-Brettspiel, dann schreibt was. Schreibt es in die Kommentare, wie findet ihr es, wie findet ihr dieses Angebot. Ja, ich würde mich freuen. In diesem Sinne, ich bin Captain Bam, ihr seid die Besten. Bitte bleibt gesund. Ciao, ciao. Transcrição e